So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Einchecker. Diesmal ein bisschen ein ernsteres oder ein sehr viel ernsteres Thema. Und dafür begrüße ich meine beiden Gäste. Herr Strauß hat mir erlaubt, mit ihm und dieser Dame ein Interview zu machen. Vielleicht stellen Sie sich einfach mal kurz selber vor. Ja, ich bin Dr. Bärbel Schlierk und habe hier in diesem Gelände 36 Jahre als Psychiater gearbeitet. Wow. Alles klar. Und Neurologe. Wow, ja. Alles klar. Da war ich jetzt gerade vor ein paar Wochen. Bitte, ja. Herr Strauß. Ja, Detlef Strauß. Ich war langjähriger Mitarbeiter im Wirtschaftsbereich dieses Krankenhauses, als es noch Wilhelm Giesinger Krankenhaus war. Und wir haben gemeinsam dieses Forschungsprojekt zur Geschichte und vor allem auch zur Euthanasie dieses Geländes gemacht. Und deshalb sind wir auch hier und bieten auch Führung an. Wunderbar. Mein Grund, wie gesagt, ich war ja kurz Patient, nicht für 2 Wochen, habe eine fantastische Behandlung bekommen. Mein Sohn ist mit mir hierher gekommen, wir haben uns das angeguckt, die wunderbare Arbeit der Kirche, die ja auch in einer gewissen Schirmherrschaft steht. Nicht? Also ich sage jetzt mal Wuhlegarten e.V., beziehungsweise wer ist daran alles beteiligt? Wer hat da sozusagen die Arbeit unterstützt? Ja, fangen wir gleich an. Hier ist das repräsentative Zentrum, wenn man so will, mit Verwaltungsgebäude, mit Kirche, mit den sogenannten Beamtenhäusern rechts und links. Das heißt, die höheren Angestellten und Chefärzte wohnten früher rechts und links der Kirche. Der Architekt Hermann Blankenstein, der ja damals um die Jahrhundertwende große Bauten in Berlin errichtet hat, unter anderem auch 4 Krankenhäuser, hat er also auch dieses hier gestaltet und entworfen und mit einem Springbrunnen, der nun heute nicht mehr intakt ist. Und die Jahreszahlen sind eingraviert dort über dem Eingang des Portals. 1890 bis 1893 ist die Bauzeit. Das ist eine relativ kurze, wenn man so nach heutigen Maßstäben ist. Und 3 Namen sind mit diesem Krankenhaus verbunden. Das sind einmal Hermann Blankenstein, der Architekt. Zweitens Otto Hebold, der erste Direktor des Krankenhauses, der die schwierige Zeit auch des Ersten Weltkrieges hatte. Und zweitens sein großer Verdienst auch die Umwandlung dieser psychiatrischen Anstalt, die ursprünglich für das reine Klientel epileptisch Kranke war, umzugestalten für das gesamte Spektrum der psychiatrischen Krankheiten. Diese Entwicklung war 1928 abgeschlossen und dann hieß sie Heil- und Pflegeanstalt Wuhlgarten. 1893 wurde sie als Anstalt für epileptische Wuhlgarten bei Biesdorf, so war die amtliche Bezeichnung, eröffnet. Und der dritte Name ist noch Wilhelm Giesinger, wenn man jetzt ja während der Führung. Wilhelm Giesinger war ein bedeutender Arzt und Psychiater an der Charité. Als dieses Krankenhaus gegründet wurde, war er schon längst tot, aber er gilt als Begründer der neuen Psychiatrie und vor allem sein Verdienst, dass er erstmal die geistigen Krankheiten auch als Krankheiten auch anerkannt hat. Er hat es sogar differenziert. Er hat gesagt, die psychischen Krankheiten sind Gehirnkrankheiten. Ja. War ja bis dahin überhaupt nicht üblich. Nee. Ne? Man hatte ja so etwas, wie soll ich mal sagen, mystische Vorstellungen. Ja. Seele mit, sogar nicht. Also was mit den Patienten war, weiß ich, vom Teufel besessen oder Strafe Gottes für die ganze Familie bis ins 7. Glied und so weiter. Ne? Ja, ja. Und das war damals also doch ein völlig neues Herangehen an die Dinge. Ja. Und wie gesagt, er sagte, die psychiatrischen Krankheiten und die psychischen Krankheiten sind Gehirnkrankheiten. Ja. Das war sein Postulat. Als Sie angefangen haben mit Ihrer Arbeit, haben Sie sicherlich auch noch mit Vorurteilen zu tun gehabt. Ist das richtig? Also vielleicht kann Sie kurz erzählen, wann Sie angefangen haben, hier zu arbeiten. Ich habe hier angefangen 1966 und habe 36 Jahre hier gearbeitet. Ah ja, okay. Und 1966 war es eigentlich noch eine Anstalt. Ah ja. Eine psychiatrische Anstalt und hieß auch noch Wuhlgarten. Mhm. Aber im Laufe der Zeit, also da kam diese ganze Open-Door-Entwicklung, dass die geschlossenen Häuser geöffnet wurden, hat sich das dann doch auch dank der Aktivitäten der Ärzte und der Ärztin-Direktoren zu einem Krankenhaus entwickelt, mit entsprechender Technik, Untersuchungstechnik und so weiter. Und ist dann eigentlich, hatte seine Blütezeit, kann man schon sagen, ne, in der Zeit, als es Zentralklinik war. Es war also so eine anleitende Klinik für die psychiatrischen Krankenhäuser in der DDR.
das Zentralklinik wurden wir in den 80er Jahren. Ah ja, okay. Also kurz vorm Mauerfall. Ich darf noch ergänzen, Wilhelm Griesinger ist deshalb wichtig für die Klinik, weil auf ihn geht zurück, dass er sagte, die Patienten dürfen nicht irgendwo nur weggesperrt sein, sondern sie müssen sich betätigen in frischer Luft, in einer guten Umgebung. Mhm. Deshalb auch ein weitläufiges Krankenhaus mit großen Parkanlagen und mit eigener Landwirtschaft, mit eigener Gärtnerei, wo die Patienten dann auch beschäftigt waren. Das war sein Prinzip war Wohnen, Therapie und Arbeiten unter einem Dach. Ganzheitliches Denken eigentlich, ja. So könnte man das sagen. Und das ist ein großer, deshalb ist das Krankenhaus hier auch 1968 zur 75-Jahr-Feier ernannt worden mit dem Namen oder ja, geehrt worden mit dem Namen Wilhelm Griesinger. Deshalb hieß es eine ganze Zeit lang Wilhelm Griesinger Krankenhaus. Ja. Wollen wir mal losgehen? Wir können ja dabei reden, nicht weil ich denke, das ist sowohl für die Temperatur, weil wir sind jetzt, Gott sei Dank, heute ist Sonne. Ich bin ganz begeistert, dass wir so ein schönes Wetter haben. Gutes Föhnwetter. Es ist fantastisches Wetter. Man sieht sie sehr gut und man sieht alles in strahlendem Grün. Nicht? Und ich wollte, die Menschen, die vor 100 Jahren gelebt haben, könnten das jetzt hier sehen. Nicht? Weil es hat sich ja gewissermaßen auch ein Traum erfüllt. Ich habe die Präambel zur Gründung der Kirche gelesen. Ja. Und dort erfüllt sich ja dann eben auch, Sie sagten vorhin, den humanistischen Ansatz. Nicht? Etwas, was heute ja viele im Schilde oder im Munde führen, aber eigentlich gar nicht so richtig leben. Was bedeutet für Sie Humanismus? Kann man das mal so, ohne jetzt zu weit rausschwimmen zu müssen, aber was sehen Sie heute als humanistische Aufgabe? Also ich denke, das ist in erster Linie Respekt vor allem Lebewesen. Ja. Also nicht nur den Menschen gegenüber, natürlich in erster Linie, aber ich denke mal, das kann man auch erweitern, Respekt vor der Natur. Ja. Und wir sind ja auch nur ein Teil der Natur. Ja, ist richtig, ja, ganz genau. Super. So würde ich das definieren. Schön. Unser Umgang mit diesen Menschen, vor allem auch mit den Schwachen in der Gesellschaft. Das ist ja hier gerade ein lebendes Beispiel. Ja. Der Umgang mit den Schwachen und den Schwächsten in der Gesellschaft. Denn diese Menschen, die damals hier waren, die blieben hier oft wochenlang, monatelang, jahrelang oder ihr ganzes Leben hier. Ihr ganzes Leben. Und waren auch welche, die blieben ihr ganzes Leben hier, weil sie kein Zuhause bei ihren Familien keine Bedingungen dafür hatten. Ja, ja. Also das ist schon eine so große, großzügige Anlage und eine schöne Parkanlage. Also das ist schon, würde ich auch mit drunter sehen und Humanismus, ja. Ist fantastisch. Naja, hier gab es eine Schule, nicht? Also für Kinder. Die Kinder gingen hier in die Schule und man muss dazu sagen, es gingen aber auch Kinder aus den umliegenden Dörfern hier mit zur Schule. Ach so, also wenn Sie so wollen, gab es damals schon eine Inklusion. Inklusion, genau. Wow, fantastisch. Und war hier auch die Möglichkeit, dass sie eine Berufsausbildung absolvierten. Ja. Wir hatten hier alle Berufe vom Friseur über Schneider, Wäscherei, Küche, Schuster, also Schuhmacher. Ja. Also im Grunde genommen waren die völlig autark. Wow. Ja, die konnten also sozusagen in ihrem geschlossenen Gelände alles erleben und sich betätigen. Ja. Und brauchten im Grunde genommen, ich glaube, überhaupt keine Zuwendung von außen. Ja. Keine finanziellen Mittel. Wow. Das haben die alles selber erwirtschaftet. Wow. Und waren trotzdem Teil des gesamtgesellschaftlichen Kontextes, vielleicht sogar noch weiter, wie manch andere, denen sozusagen die Möglichkeit, selbstständig etwas zu finden auf der Basis einer schweren Erkrankung, einfach verschlossen war. Genau. Ja. Also es war schon eine gewisse Art von privilegiertem Leben, was hier sozusagen durch eben einfach Nachdenken und, wie soll ich sagen, Kräfte binden, erzeugt wurde. Nicht? Weil die drei Herren, die Sie erwähnten, nicht, tauchten eben auch in meinen Recherchen auf. Und man kann die nicht hoch genug loben mit was vom Ansatz, die damals das hier begründet haben. Wir befinden uns hier auf der Hauptallee, die auch bewusst Blankenstein damals ausgewählt hat und da rechts und links sein Krankenhaus entwickelt hat und seine Klinik. Ja. Diese war schon in der Feldflur vorhanden, vor 1893. Die Bauern hatten hier Kirschbäume, heute sind auch wieder Kirschbäume, das sind aber Zierbäume. Ah, ja. Das ist nicht jetzt historisch. Und er hat vor allem vom Baugrund her, das Gelände ging ja bis zum Wuhletal, unten, wo die Wuhle fließt. Ja. Und im westlichen Teil von dieser Allee abgesehen hat er einen besseren Baugrund gefunden, hat deshalb die Klinik hier oben im Weitestgehen und hier nur gebaut, wo also der Baugrund auch das hergab. Das war also eine Überlegung, aber die ganzen Flächen bis zur Wuhle wurden landwirtschaftlich genutzt. Ah, ja.
Feldbau und wir hatten ja auch Kühe hier und alles. Schweine. Ehrlich? Ja, ja, ein richtiger Landwirtschaftshof. Pferde. Hinten raus war ein Landwirtschaftshof. Die gab es, glaube ich, 1966 noch. Wir haben die Bioabfälle aus der Küche, damit haben wir Schweine gefüttert. Wow. Ja, und ein Pferd gab es auch noch. Ne? Pferd gab es noch, wo ich Transport. Ja noch anfing. Ja. Also unten gibt es auch noch ein Pferd und zwei Alpakas. Ja, das, ja, das ist jetzt mehr zum Spaß. Ne? Insgesamt vielleicht noch mal zur Dimension dieser Anlage. Also es sind 96,6 Hektar gewesen zur Gründung. Mhm. Also sind etwa 96 Fußballfelder, muss man sich das vorstellen. Eine Riesenanlage für damals. Mhm. Und das Land hatte die Stadt Berlin, das Rat damals von Berlin, zum einen von den Bauern hier relativ billig aufgekauft, zum anderen waren es Ländereien, die Siemens gehörten. Mhm. Siemens hat in Biesdorf unten sein Sommerschloss gehabt, das war heute noch als Museum. Und Sie, ja, das Biesdorfer Schloss. Das Biesdorfer Schloss an der B1, okay. Das ist ein nächster Film für Sie. Auf jeden Fall, ja, danke Ihnen dafür, wirklich fantastisch. Dort hatte Siemens auch viel Ländereien hier der Stadt übereignet für dieses Krankenhaus. Ah ja. Also deshalb, man hat ja damals auch auf jeden Pfennig geguckt. Das war ja nicht so, dass man mit dem Geld um sich war. Nee, ich weiß, gerade damals sah es wahrscheinlich weniger locker. Ja. Müssen wir ganz kurz... jetzt müssen wir unterbrechen. Wegen Wir gehen einfach mal weiter. Aber zu den modernen Errungenschaften des UKBs gehört eben auch das. Und eigentlich fantastisch, weil von überall Menschen hier herkommen können, um eben nach wie vor der Pflege des Krankenhauses, einfach Teil zu sein und dass ihnen geholfen werden kann, weil wir sind eben auch in Zeiten, wo durch Verkehrsunfälle und die unterschiedlichsten Sachen, ich hatte bei mir auf dem Zimmer zwei Patienten liegen, die beide eben mit dem Hubschrauber hier eingeflogen wurden, weil sie zu nichts anderem mehr in der Lage waren. Und ich will fast sagen, sie haben beide lachend das Krankenhaus wieder verlassen. Ja. Und das ist schon, angesichts dieser ganzen Dimensionen, von denen Sie gerade geredet haben, schon fantastisch, wie lange es das gibt. Hier sind wir, aber vielleicht noch bitte. Geld war schon vorhanden. Mhm. Denn 1871 hatte Deutschland mal einen Krieg gewonnen. Ja. In Frankreich. Ja, ist richtig. Und da flossen Reparationen. Ja. Und die wurden also nicht hier bloß, weiß ich, in irgendwelchen Schichten verteilt, sondern die wurden eben auch dort in soziale Projekte investiert. Also Geld war schon da. Alles klar, okay. Deshalb sind ja gleichzeitig, also die Bonhoeffer Klinik, Herzberge, Griesinger, also Ruhrgarten, zur gleichen Zeit entstanden. Und und dann sein viertes Krankenhaus war ja die alte Urban-Klinik unten, nicht der Betonplatz, sondern die alte. Ja, wir befinden uns hier auch an einer Nahtstelle. Das ist ja insofern interessant, weil... Wollen wir mal reingehen ganz kurz ein bisschen von diesen Bauzäunen weg, weil die sind, sage ich mal, jetzt optisch nicht so schön. Was ich fantastisch finde, sind die Veranda da hinten. Ja, wir befinden uns hier, das sind die sogenannten Landhäuser im Landhausstil, englischen Landhausstil oder Pavillonstil. Ah, ja. Im Gegensatz zu den großen Klinikgebäuden, die wir dort hinter den Bäumen versteckt sehen. Ja. Das war so, dass das die Akuthäuser waren. Dort kamen die Menschen mit Akutpsychosen und Krankheiten hin. Wenn sie einigermaßen rehabilitiert waren oder wiederhergestellt wurden, dann zogen sie hier in diese Landhäuser und wohnten hier. Ach, das wusste ich nicht. Wohnten hier und das sind über 25 bis 26, nee, bis 29, fast 30 Landhäuser. Das war nicht den Ärzten und dem Pflegepersonal vorbehalten. Nein, da wohnten Patienten gewohnt. Da wohnten die Patienten. Also die chronisch psychisch Kranken, die also nicht so wiederhergestellt waren, dass sie, sagen wir mal, im der Gemeinde nahe sich aufhalten konnten. Es gab ja damals noch kaum Medikamente. Ja, also ich habe hier auch noch Situationen erlebt, mit Schlafmitteln hat man dann versucht, die irgendwie ruhig zu stellen. Aber es war natürlich in dem Sinne keine Therapie wie heute. Verstehe. Sodass also viele hier sozusagen untergekommen sind und hier wohnten. Als moderne Wohngemeinschaft. Wenn man so will. Ja, Für damalige Verhältnisse. Betreutes Wohnen. Das ist schon ein bisschen hochgegriffen, aber damals waren untergebracht. Sie gingen von hier, also sie wohnten hier, sie gingen von hier zur Arbeit und sie gingen auch zur, wenn es therapeutische Maßnahmen waren oder sie, wir kommen noch hin, zum Badehaus. Ja. Also das war damals so gedacht, dass man diese Patienten, die ja wirklich zu den schwachen sozialen Schichten gehören, doch in recht komfortable Villenähnliche, heute sagt man villenähnliche Häuser. Fantastisch. Und dann ist noch eine zweite Besonderheit, wenn wir jetzt so ein bisschen einen Blick rechts und links werfen, keines der Landhäuser, die wir hier sehen, gleicht
dem anderen. Das habe ich gesehen. Ja, ja. Jedes ist anders. Mhm. Und das ist bewusst gewählt vom Architekten. Mhm. Diese Vielfalt in der Einheit. Das ist ein einheitlicher Baustil, aber jedes Haus ist individuell. Das ist ganz bewusst auch gewählt. Der Patient sollte sein Haus wiederfinden. Okay. Sein Haus, während heute im Neubaugebiet in Kaulsdorf ist das etwas schwierig. In Friedrichshain fängt es auch schon an. Ja, das, war, überall. Das war also doch eine großartige Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und erwähnen wir auch immer gerne. Finde ich fantastisch, weil das ist mir aufgefallen, dass die Häuser unterschiedlich sind. Ja. Nicht? Und dementsprechend konnte man sich dann eben damit auch letztlich, man konnte es nicht nur finden, man konnte sich damit eben auch identifizieren. Ja, man hat eben, wie alt wurden, also wie lange haben die Leute hier zum Teil gelebt? Weil sie sagten, ja, ich sagte, ganzes Leben. Auch jahrelang. Ja. Oder ihr ganzes Leben. Wir haben hier einen Friedhof. Ne? Wir haben also damals, also um die Zeit, sagen wir mal, des Ersten Weltkrieges und danach und vor, wohnten je nach Größe des Hauses bis zu 30 Patienten in einem Haus. Ah, ja. Und es waren zwei Pflegekräfte rund um die Uhr. Zwei Pflegekräfte, die mussten 24 Stunden Dienst machen. Die, wow. Die wohnten lösten, da aber auch die wohnten mit denen. Wow. Das, und sie glauben nicht, es war ein begehrter Job, weil es ein, sie waren Magistratsangestellte. Ah ja, ja, also es war so, dass man erst 1918 dann mit den 48-Stunden-Woche und mit dem Schichtbetrieb, das war ja vorher noch nicht. Na klar. Sie mussten hier, es gibt so ein Zeugnis, wo einer in Urlaub fahren wollte, also eine familiäre Angelegenheit klären wollte und er durfte nicht, weil er keinen Ersatz fand. Verstehe. Es mussten immer zwei Leute vor, bis dann der Direktor dann einen Ersatz fand und dann durfte, da gibt es so einen Schriftverkehr. Und mit wie vielen Patienten hat man dann in so einem Haus gelebt, wenn man das... Bis zu 30. Bis zu 30, mit zwei Betreuern. Das ist ein großes Haus. Respekt. Da bis 30 Patienten, na ja gut, die viel Platz. Hatten nicht jeder ein eigenes Zimmer. Oder? Nein, aber Platz, ich meine, Platz, ne? Unter damaligen Umständen, ich meine in den 20ern, wie da gewohnt wurde. Ja. Nicht? Also, nicht, da gibt es ja auch jede Menge, was man im Internet finden kann, nicht, wo man sieht, wie beengt die Familien damals gewohnt haben, zu 5, zu 6 in einem Zimmer. Schon sehr fortschrittlich. Auf jeden Fall. Und das waren am Anfangskrank unruhige Patienten gewesen, die also auch nachts eben Arbeit machten für das Pflegepersonal. Ja, ja. Und das ist schon, also da muss man schon sagen, Hut ab vor dieser Leistung. Ja, auch das zu organisieren, nicht? Also dass da jeder auch zu seinem Recht kommt. Hier runter zu ins Wudetal, wir können da dann den Blick mal da reinwerfen. Mhm. Führungen finden dort nicht mehr statt, weil die Häuser alle privat verkauft sind. Ah ja, jetzt, okay. Ja. Mhm. Und, aber man kann natürlich, Sie können da natürlich auch lang gehen. Natürlich, haben wir auch schon gemacht. Bis zum Wudetal, weil hier auch der Baugrund das hergab, sind diese Koloniehäuser errichtet worden. Die Frauenkolonie hier, die Männerkolonie dort auf der Seite. Insgesamt um die 30 Häuser. Ein paar sind im Krieg kaputt gegangen. Und so etwa stellt sich das dar. Mhm. Wenn Sie hier an der Seite weitergehen, kommt ein weiterer Blickpunkt. Da ist eine Inschrift, eine kyrillische Inschrift, wenn Sie vielleicht schon mal spazieren gewesen sind. An dem mittleren Haus hier aus den Kriegstagen, dem Zweiten Weltkrieg, den letzten Kriegstagen, haben russische Soldaten schreiben müssen oder aus eigenem Antrieb. Es steht dran, übersetzt, es gibt nichts Ehrenvolleres, als für die Heimat zu sterben. Mhm. Geht wohl auf Horaz zurück. So gut kenne ich mich da nicht aus. Diese Inschrift steht auch unter Denkmalschutz, klar, die darf auch nicht entfernt werden, auch von dem jetzigen Besitzer nicht. Okay. Ist aber ein Zeugnis, dass die Rote Armee, die am 26. April, 27. April in Marzahn einmarschiert, auch hier, und die Hälfte des Krankenhauses besetzt hielt. Ah ja. Und aus dieser Zeit stammt diese Inschrift. Ja. Und als ich hier 66 angefangen habe, war noch ein Großteil, wo jetzt das UKB steht, also auch die Neurologie steht, war eine sowjetische Panzereinheit untergebracht. Nein. Ja. Okay. Ein großer, typischer russisch-grüner Bretterzaun trennte praktisch unser Gelände von dieser Panzereinheit. Ah ja, verstehe. Und wie soll ich mal sagen, es war nicht immer konfliktarm. Das denke ich mir, ja. Es sind dann in den 60er Jahren abgezogen, Ende der 60er Jahre. Und dann war das nicht alles zum Krankenhaus zurückgekommen, waren andere Einrichtungen während der DDR-Zeit. Und aber jedenfalls keine militärischen mehr. Verstehe. Vielleicht noch, wir gehen noch ein paar Schritte. Gerne, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, bitte. Ist noch eine Besonderheit.
ich bin fasziniert. Also hier sind so viele tolle Informationen, die Sie mir hier geben, dass, und den Zuschauern nicht, weil wir müssen auch unbedingt darauf hinweisen, wann wieder und wo man vor allen Dingen die Informationen bekommt, so eine Führung in ihrer Gänze mal miterleben zu können. Ja. Nicht, weil ich denke, so Zeitdokumente nicht, sind einfach wichtig, weil damit die Zuschauer und Zuhörer letztlich auch verstehen, nicht, dass es hier um mehr geht als, ich sage jetzt mal, eine moderne therapeutische Anlage. Weil alle in dem Pavillonstil sind, dieses Haus ragt heraus aus dem Stil. Dieses hier? Dieses da? Okay, dann gehen wir da mal hin. Das ist ein flacher Baum. Aha. Er wird heute als Atelier, glaube ich, genutzt von einer Künstlerin. Als Atelier? Oh, schön. Ja. Tolles Atelier, mein lieber Mann. Wow. Also, das war das Badehaus. Ah ja. Und zwar, du werden wir fragen, wieso auf der Station gibt es hinein. Damals gab es also keine Dusche und keine Wanne. Es gab Wasseranschluss schon, aber die Patienten wurden hier gruppenweise zum Duschen, Baden geführt und es war sogar 1893, das muss man auf der Zunge zergehen, im Keller ein Schwimmbad. Nein. Ein Schwimmbad 1893, 15 Meter lang, das seit dem Krieg nicht mehr in Betrieb war, dann wurde es auch nicht wieder hergerichtet. Mhm. Also es war auch, muss man sagen, doch eine große soziale Leistung, dass man also diese Menschen... Gibt es da noch was von? Also ist das, nein, ist das Schwimmbad nicht mehr, ist alles weg? Ah, okay. Die Bedingungen auf der Station, ja, ich meine, man konnte sich Hände waschen, Wasser und so weiter, aber man hatte nirgends Duschen oder Wannen, das war dann alles hier. Aha. Und wenn die von der Feldarbeit kamen, dann wurden die kolonnenweise hierher geführt und haben dann geduscht und gebadet und auch mit heißem Wasser, weil... Das ist auch eine interessante Sache. Wie die Heizung funktioniert, hier sehen Sie aus diesem... Habe ich gesehen. Also jetzt das ganze Gelände ist mit einem begehbaren Kanal untertunnelt. Ganze Gelände, vom letzten Haus bis zum vierten. Okay. Und darin sind vor allem die Versorgungsleitungen, die technischen, Dampf, also Wärme und Elektro und Wasser und was alles so war. Okay. Vom Kesselhaus, da wurde Dampf erzeugt. Heißer Dampf, 90 bis 90 Grad, glaube ich, heiß, und wurde dann in die Häuser geleitet. Aha, unten. Aha. Und dort gab es, und wir sind schon vorbeigegangen, können wir beim Rückweg dann nochmal sehen, da wurde von außen Frischluft nach unten geführt, sagt gleich, wie es funktionierte. Dann gab es sogenannte Kollektoren, Wärmetauscher, wo der Heißdampf in den Rohren drin war. Da wurde die Frischluft drüber geführt und dann in Kanälen in die Zimmer. Ah, das Warmluft, eine Warmluftheizung. Und warme Luft steigt nach oben und über das Dach, über die Schornsteine im Dach ist das dann abgeführt worden. Feuchtigkeit hat sich da nicht gebildet? Nein. Wow. Und es ist ohne Pumpen ein ganz tolles Prinzip, denn... Warme Luft steigt nach oben, zieht automatisch die kalte Luft wieder an. Also insofern war das eine sehr, damals eine sehr wirtschaftliche Leistung. Es ist überliefert, dass nicht immer die warme Luft für alle Zimmer reichte. Ja. Da war unten im Keller einer beschäftigt, der zog dann immer bestimmte Kanäle. Jetzt bekam der Flügelluft oder es bekam der. Ah, aber es ist nicht überliefert, dass die Patienten gefroren haben. Verstehe. Das nochmal zur Technik. Ja, gehen wir mal weiter. Super. Und die funktionierte noch, als ich hier 1966 angefangen habe zu arbeiten. Haben Sie das Badehaus auch noch erlebt? Das war damals dann schon Physiotherapie. Ah ja, okay. Verstehe.